Kanendoko. Ja, mein Freund. Was führt dich her? Sind alle wohl auf? Vorerst. Wie meinst du das? Was ist denn? Männer kamen und sagten, wir müssten gehen. Das Land sei verkauft worden und die Konföderation hätte zugestimmt. Wir schickten einen Boten, doch sie hörten nicht auf uns. Ihr müsst euch weigern. Wir müssen dem Häuptling gehorchen. Doch du hast auch recht. Wir können die Heimat nicht aufgeben. Hast du einen Namen? Weißt du, wer verantwortlich ist? Man nennt ihn William Johnson. Wo ist Johnson jetzt? In Boston. Er bereitet den Verkauf vor. Verkauf? Das ist Diebstahl! Connor, pass auf! Diese Männer sind mächtig. Was soll ich sonst tun? Ich gab meinem Volk ein Versprechen. Wenn du darauf bestehst, das zu tun, dann such es Sam Adams in Boston. Er kann dir helfen. Was hast du getan? Wenn mein Volk in den Krieg zieht, wird als Zeichen dafür ein Kriegsbeil in den Pfahl getrieben. Ist der Krieg vorbei, wird es wieder entfernt. Warum nimmst du nicht einen Baum? Tja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Ja, Connor ist jetzt anscheinend erwachsen, oder? Ich habe es einfach in den letzten Parts nicht mitgekriegt. Ja, wir dürfen jetzt wieder nach Boston und wir haben einen Pfund, Alter. Ist das zu glauben? Wir haben richtig viel Geld gerade. Und wir haben ein geiles Tomahawk, das mit dem Assassin-Logo gespickt ist. Was mich aber irgendwie nicht wirklich interessiert. Mich interessieren eher die Dinger. Die sind irgendwie Assassin-mäßiger. Und ja, wir können jetzt die Schnellreise benutzen, was ich, glaube ich, auch tun werde. Dann schauen wir mal, wie schnell wir nach Boston reisen können. Überhaupt. Ist ja toll. Warte mal. So, ja, ich kann auch noch rausreisen. Das ist kacke. Also nochmal, kann ich bloß, ich kann jetzt nur irgendwo hier hinreisen. Was ist das denn für ein Scheiß? Geil. Mann, ich bin jetzt richtig weit gekommen, muss ich schon sagen. Vielleicht hätte ich auch das Schiffchen nehmen sollen. Naja. Oh, das ist verbuggt. Ich heiße es nicht. So. Boah, ich habe schon wieder Ladebildschirm. Ich hasse es. Ja, hier, im nächsten Part will ich übrigens dann nochmal raus mit Desmond spielen, um eine Energiequelle, also einen Punkt für unsere Energiequelle zu finden. Ich habe ja letztes Mal gesagt, wir fangen hier drin an, also tue ich das halt auch. Zumindest ein bisschen Wahrheit muss natürlich noch mit, oder ein paar Dinge muss ich natürlich auch halten, so ist nicht. Boah, und irgendwie geht mir langsam auch dieser Ladebildschirm auf den Sack. Das ist einfach zu oft passiert. Aber er ist breiter geworden. Ey, wie lange darf er denn jetzt schon wieder laden? Ich finde es merkwürdig, dass ich mit dem Ding, mit der Kutsche nicht so weit kam. Warum ich nur bis zum Grenzland jetzt kam. Das fand ich schon ein bisschen scheiße. Jonestown. Ah, ein Pferd. Ja, jetzt ist es hier alles wieder so anders als in den vorherigen Teilen. Hier gibt es Federn und... lass mich wieder ins Grenzland. Und noch einige Aussichtstürme. Was haben wir hier? Jagdgesellschaft, okay. Auch wieder sehr viel interessantes Zeug, muss ich sagen. Abenteurer. Interessant. Mal schauen, was wir davon. Was wir jetzt davon alles machen werden. Dann geht's vielleicht nämlich nicht erstmal wirklich zu der Mission, sondern machen wir erstmal ein paar andere Dinge. Was ja eigentlich auch nicht so das Problem wäre. Wäre eigentlich auch mal schön, wieder so ein paar Nebendinge zu machen. Ausdauer werden schnell gekommen, kostet viel, viel Ausdauer. Reiten sie normal weiter, damit das Pferd wieder aufladen kann. Toll, jetzt will ich gewissen, wo ich die Ausdauer sehe. Jetzt muss ich mal gucken. Da ist ein Hausierer. Reiten wir mal zu dem Abenteurer. Mal schauen, was uns aussieht. Können wir da noch eine Feder holen? Ich weiß nicht, wofür die da sind. Die
das würde mich natürlich auch noch interessieren. Wir haben ja in der einen Mission damals, da war Connor noch jünger. Interessant. Wieso hat der mich gesehen? Cool, ich komme hier rauf, aber dann nicht mehr runter, oder wie? Interessant. Egal, das Pferd wird mir schon irgendwie wieder folgen. Glaube ich zumindest. Great Pierce, okay. Oh, Wölfe. Die habe ich ja so gern. Nicht. Wo könnten wir jetzt am besten über den Baum... Auf den Baum... Da. Ich hoffe es zumindest. So, das ist schön. Das hat geklappt. Dann gehen wir mal zu den Jägern. Schauen, was uns da, was wir da machen können. Falscher Alarm. Da waren wir. 8 Monate in Kentuckys Wildnis und jagten und häuteten Elche. War bei meinem 3. Ballen, als sie über uns herfielen. Nicht weniger als 1 Dutzend Shawnee-Krieger bedrohten uns mit Musketen und Pfeilen. Mein Gefährte war steif vor Angst. Auch mir fuhr der Schreck in die Glieder, doch ich erinnerte mich an das bisschen Shawnee, das ich konnte. Ihr Anführer sprach zu schnell, doch ich verstand, dass wir seit etwa 1 Monat in ihrem Territorium wilderten. Ihre Musketen waren auf uns gerichtet. Die Pfeilspitzen spürten wir in unserem Rücken, machte ich ein Angebot in gebrochenem Shawnee. Unsere Beute, meine 3 Ballen und die 1,5 meines Gefährten, im Austausch dafür, dass wir das Shawnee-Land verlassen dürfen. Der Anführer nickte. Sie luden unsere Beute auf und zogen sich zurück. Ihr Boss blieb etwas länger und starrte uns an. Starrte durch uns hindurch mit seinen schwarzen Augen und dann war er weg. Wir standen auf und liefen zurück nach Osten. Monate der Arbeit verloren, doch unsere eigene Haut gerettet. Ich sah die Shawnee nie wieder, doch ich weiß, sie folgten uns. Ich konnte ihre Augen im Rücken spüren, bis nach North Carolina. Okay. Im Lager der Abenteurer nach Hinweisen suchen. Jetzt dieses Lager, oder... Oder wo hat der vor, dass ich suchen soll? Ah, hier gibt es also auch ein Tunnelnetz. Interessant. Okay. Keine Ahnung, was ich jetzt hier gerade machen soll. Aber noch eine Feder und wir haben zumindest einen Teil der Herausforderung schon mal von denen durch. Hier ist ein Abenteurer nochmal. Dann gehen wir erstmal zu dem. Da können wir uns gleich noch so einen Aussichtspunkt mal uns nochmal anschauen. Bestimmt geil. Die Aussicht ist bestimmt nicht verkehrt. Und dann halt im übernächsten Part werden wir dann hoffentlich, oder auch im nächsten schon. Falscher Alarm. Ach, an dem soll ich sogar suchen, okay. Leiche eines Entdeckers gefunden, okay. Oh. Na komm, Wolfi. Ja, Mann. Gut. Jetzt haben wir das Ding jetzt zwar entdeckt, aber das hat uns auch noch nicht glücklich gebracht, oder? Hey.
Lux in Great Peace Hills entdeckt, okay. Und schön in den Boden gestochen, hast du fein gemacht. Da war gerade noch einer. Also ich habe keinen Bock darauf. Machen wir es so. Wie viele kommen denn von denen jetzt noch? Auf jeden Fall haben wir wieder eine gute Beute gemacht, muss ich sagen. Ich weiß zwar nicht, was es jetzt gebracht hatte mit, Nee, eigentlich wollte ich nicht in die Ecke gehen. War jetzt schon wieder einer? Hoch mit dir. Ich will die Feder haben. Sehr schön. Und können wir auch gleich synchronisieren. Und da sehen wir nochmal die schicke Landschaft. Oder war ein Leuchtturm? Ja, das ist ein Leuchtturm. Cool. Der würde mich doch nochmal interessieren eigentlich. Oh, Elche. Geile Scheiße. Müssen wir uns angucken. Und runter mit uns. So. Haben uns auch noch gleich zwei Elche mal geholt. Oder war Piet... Ach, das ist kein Elche, das ist über... Was ist das denn? Das Viech kenne ich nun nicht. Ich hätte gesagt, das wären Elche. Oder das soll ein anderer Name dafür sein. Ich habe keine Ahnung. So. Den Spaß hätten wir. Ich könnte jetzt hier nochmal theoretisch zu dem Abenteurer, aber ich hätte nicht wirklich Lust zu. Wir geben uns jetzt... Was ist denn hier? Also das ist nochmal ein Jagdgesellschaft. Wir gehen jetzt einfach noch zu dem Aussichtspunkt hier. Und dann gehen wir auch Richtung Mission. Haben wir auch noch einen schicken Weg vor uns. Problem ist natürlich, ich habe jetzt kein Pferd mehr. Aber... Scheint auch nicht so ganz so weit entfernt zu sein. Ich hoffe nur, ich komme hier auch mal runter, ohne mir was zu brechen. Aber ich finde es toll, dass er sich wieder festhalten kann. Das finde ich richtig gut. Dass er das hinkriegt. Die anderen konnten bitte. Ah, muss wehtun. Und ein neues Jagdrevier. Lol. Ah, jetzt auf einmal kommt. Ich kapiere das nicht. Okay, wir haben hier noch ein kleines Häusli gefunden. Interessant. Oh, süßer Hund, du. Ja, du bist ein Feiner, ne? Ja. So, spielen wir weiter. Nein, ich werde ihn jetzt nicht umbringen. Später vielleicht mal. Aber im Moment habe ich keinen Bock dazu. Ich werde jetzt natürlich noch ein bisschen weiterkommen. Schließlich haben wir schon ein bisschen Zeit rum. Und... Ja, ich will doch noch ein bisschen was schaffen. Schließlich werde ich jetzt wieder nur diesen einen Part aufnehmen. Weil ich weiß nicht, im Moment ist meine, ich weiß nicht, obwohl ich Zeit habe, verbringe ich sie gerade halt anders oder mit anderen Spielen oder mit Leuten. Wodurch ich halt dann nicht so wirklich mehr Zeit habe oder nicht so wirklich dazu komme aufzunehmen. Oder ich bin wieder dabei, Animes zu schauen. Ah, und da haben wir schon einen netter Baum. Sehr schön, hier können wir uns wenigstens auch verdeckt laufen. Das klingt schon so leicht nach Kriegstrommeln, ey. Komm, eigentlich müsstest du doch dich zumindest festhalten können. Eigentlich müsste er sich da festhalten können. Sieht's.
kapiere ich nicht. Sehr schön. Oh, das ist schon geil gemacht, muss man einfach mal so sagen. Respekt, Connor, Respekt. Oh, ist das krass. So, jetzt sind wir auch schon fast da. Ach, jetzt? Auf einmal kann er synchronisieren. Interessant. Bin zwar nicht weiter hoch, aber hey. Und wir haben auch wieder eine Siedlung entdeckt. Da hatten wir eben schon mitgekriegt. Müssen wir mal gucken. Ach, da. Sehr schön. Dann holen wir uns hier noch die Feder. Und dann geht's auch schon weiter. Sorry Leute, aber der stört einfach nur. LOL. Das muss ich nicht verstehen, oder? Einfach raufspringen hätte es auch getan. Der Bastard. Du hast keine Chance, Wachkopf. Wieder mein Kämpfchen. Sehr schön. Und das war's auch mit dem Kampf. Also können wir den mal ein bisschen plündern hier. Schließlich brauchen wir noch ein bisschen Geld. Und... Oh, Sprengfallen, cool. Der eine lebt ja da noch. Den habe ich ja nur K.O. gehauen eigentlich. Aber den können wir trotzdem plündern. Sehr schön. Noch den hier und dann war es das auch mit... Dann haben wir auch schon ein bisschen Geld. Und dann geht's weiter. Jetzt mal auf die Karte. Was haben wir denn jetzt eigentlich so? Oh, ein Schatz. Das ist... Und noch eine Feder. Muss ich mitnehmen. Das ist wichtig. Mal gucken, was ist eigentlich, wenn ich jetzt keine Leertaste drücke. Ach, dann geht er oben lang. Okay. So langsam habe ich die Steuerung raus. Das ist schon mal wichtig. Sorry, wir hatten ja den Schatz entdeckt. Kann mir das einer mal verraten? Wie kann man denn den Schatz bitteschön entdecken? Von einem Punkt aus. Ach, das ist egal von wo. Ich meine, es ist unter der Erde. Okay, aber die Feder will ich wenigstens noch kriegen. Aber hier so die Tannen, die gehen mir immer noch auf den Keks, ey. So. Federn in Lexington. So. Hm. Ist jetzt nichts, wo ich reinspringen könnte, also geht's zurück. So. Ah, da haben wir auch schon die Höhle. Na klar, hatte ich bestimmt nicht schon sofort die Höhle gesehen im von der. Vom Baum aus und hat sich gedacht, ja, da unten, genau an dieser einen Stelle, muss ein Schatz vergraben sein. Oder ein Schatz liegen, genau. Jetzt haben wir Munition, geräuchertes Wapiti-Fleisch, Farben. Räumermittel, auch nicht schlecht. Muss ich auch gebrauchen. Und wie komme ich jetzt wieder raus? Interessant, wie er sich da aber festhalten kann. Respekt. Also, ich glaube nicht, dass das eigentlich machbar wäre, aber okay.
Ah, hier könnte man theoretisch jetzt verdeckt wieder mitfahren. Hab ich nicht wirklich Lust zu. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal fast wieder 1000 Pfund. Und das finde ich, das ist auch schon mal richtig geil. Können wir auf jeden Fall schon mal was mit anfangen. Und da wir auch Material und sowas immer alles beschaffen müssen oder besorgen, um unsere Stadt zu weiter wachsen zu lassen, unsere Siedlung, ist das schon mal nicht schlecht. Lauf nicht weg, du süßer Pudel, du. Ich weiß, dass es kein Pudel ist. Krieg ich das Ding? Nee. Oh, doch. Fragt sie mich gerade, warum er die Waffe benutzt hat. Weil ich ja voll die Waffe ausgewählt habe. Aber okay. Schauen wir doch nochmal auf die Map. Ah, wir sind auch schon fast in Boston. Cool. Aber ich frage mich immer noch, was mir hier die... Komm. Nix. Das Ding will ich wieder weg haben. Mag die nicht. Ich habe jetzt auch keinen Bock, nochmal einen Kampf anzuzetteln. Einer reicht für die Folge erstmal. Wir haben ja denn noch mit William Johnson abzurechnen. Ich weiß gar nicht, wir sind jetzt Sequenz 6, glaube ich. Oder sind wir schon 7? Bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Aber ich finde immer noch den Übergang scheiße. Ich muss mich einfach nochmal ausheulen, ey. Also der Übergang zwischen Haven und Connor. So, ja, ich möchte nach Boston. Und wieder laden will. Wieder. Und schon wieder ein Ladebildschirm. Mann, ich kann schon wieder echt nicht reden. Ja. Dann würde ich sagen, geht's im nächsten Part geht's halt dann erstmal weiter mit. Sag schon, mit Desmond. Wir müssen ja noch einen Energiepunkt finden, wo wir die Energiequelle einsetzen. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Da wir das letzte Mal einmal ja schon ein bisschen gesucht haben, aber nicht wirklich was gefunden hatten. Werde ich denn mal schauen. Oder werden wir im nächsten Part mal schauen. Ihr guckt zu und ich suche. Und wenn ihr es seht, dann müsst ihr einfach nur ganz laut schreien und wenn ihr Glück habt, höre ich es. Super. Ah, auf einmal sind sie weg. Auch nicht schlecht. Hier waren doch eben noch Wachen. Bei gut, ne? Das nächste Mal geht's dann hier weiter. Beginne ich hier und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Also Leute, ciao!